Diesmal wollen wir uns mit Histogrammen und ähnlichen Verfahren beschäftigen. Und diese Verfahren haben gemein, dass sie, genauso wie Boxplots, dafür gedacht sind, um die Verteilung der Werte innerhalb einer Variable darzustellen. Das sind also univariate Verfahren. Und diese Verfahren dienen dazu, eben die Häufigkeit von bestimmten Variablenausprägungen darzustellen, also anzuzeigen, wie viele niedrige Werte zum Beispiel in der Variable da sind, wie viele mittlere Werte, wie viele hohe Werte, um das mal ganz grob darzustellen. Das einfachste Verfahren in dieser Richtung ist der sogenannte Steam and Leaf Plot. Und um den zu erklären, werde ich mir erst einmal einen Spieldatensatz, einen Testdatensatz anlegen. Der soll x heißen. Und hier rein möchte ich Zufallszahlen tun. Und er als Statistikprogramm, Mathematikprogramm beherrscht natürlich auch die Erstellung von Zufallszahlen auf verschiedenen Verteilungen. Welche Verteilungen so vorhanden sind, werden wir später nochmal sehen. Die einfachste Verteilung ist die Gleichverteilung, also in der jede Zahl die gleiche Chance hat zu kommen, sozusagen würfeln mit einem Würfel. Der Befehl dazu ist runif oder runif, wobei R für random steht und unif für uniform, also gleich verteilt. Ich möchte gern 10 Zufallszahlen bekommen. Die sollen im Bereich von 1 bis 100 sich befinden. Wenn ich das so direkt ausführe, dann bekomme ich eben diese 10 Zufallszahlen. Die sind allerdings noch mit langen Kommaschwänzen versehen. Ich brauche nur Ganzzahlen, also runde ich das Ganze nochmal zusätzlich und bekomme jetzt hier 10 Zufallszahlen ausgegeben und kann die einmal in meine Variable schieben. Wenn ich mir die jetzt sortiert anzeigen lasse, kann ich hier sehen, dass wir eben einmal die 9 haben, einmal eben unter 10, einmal zwischen 10 und 20, zweimal, dreimal im 30er Bereich, viermal im 40er Bereich, einmal im 50er und einmal die 98, ganz oben. Der Befehl, um jetzt den Steam and Leaf Plot daraus zu generieren, ist in R Steam von X in diesem Fall. Wenn ich das ausführe, sehe ich dieses Mal kein Grafikfenster, sondern das Ganze ist eine Textausgabe. Ich fange mal mit einer weiteren Option an, weil dann das Ganze verständlicher wird, was dort passiert. Scale gleich 2. Wir sehen hier vorne momentan die Zahlen 0, 2, 4, 6, 8, also jeweils in Zweier Abständen. Wenn ich mit Scale gleich 2 arbeite, dann bekomme ich hier jeweils die eine Abstände. Und dazu nochmal die sortierten Zahlen, die wir rausbekommen haben. Was jetzt hier dargestellt ist, ist, hier ist sozusagen der Zehner aufgetragen, also 0,9, und hier finden wir unsere 9 wieder. In der nächsten Zeile die 10er mit 10 vorneweg, da haben wir unsere 16. Dann Werte zwischen 10 und 20, da haben wir hier keine. Werte zwischen 20 und, nein, zwischen 10 und 20 haben wir keine, zwischen 20 und 30 haben wir auch keine. Werte über 30 haben wir dreimal. Und hinter dem Strich wird dann eben die nächste Stelle ausgegeben, gerundet, dass wir einmal die 32 haben, einmal die 34 und einmal die 36. Dann bekommen wir unsere vier 40er Werte ausgegeben, den einen 50er Wert, dann sind hier wieder keine Werte vorhanden und hier einmal die 98 als letzten Wert. Man sieht also schon, wie sich die Zahlen in etwa in dieser Variable verteilen, ohne dass wir großartig Grafik bemühen müssen. Das gleiche können wir auch für unsere Länderdaten machen. Steam von Länder, Dollar Fläche, wir nehmen mal die Flächendaten dazu. Ups, natürlich muss ich zuerst meinen Datenvektor auch importieren und nicht nur ins Skript schreiben. Und wenn wir uns dazu eben sortiert nochmal die Länder ausgeben,
dann sehen wir hier und ich werde nochmal Scale gleich 2 aufrufen, dann wird das Ergebnis deutlicher. Wir sehen hier zweimal das Auftreten von Werten über, und in diesem Fall ist die erste Stelle, gibt die Millionen an, über 9 Millionen. Und da sind jeweils gerundet hier hinten diese Werte aufgetragen, also 2x6, weil beides gerundet auf 6 hinausläuft. Dann haben wir lange nichts. Das nächste kommt bei 2 Millionen. Dann ein Wert, der über 1 Million ist, bei der gerundet eben hier dann die 3 aufgetragen wird. Und dann der ganze restliche Rattenschwanz mit 8 angefangen hier und bis eben zu einer zweiten Null, weil diese 20.000 eben auch eine zweite Null vorweg haben, wenn man sie von der Millionenbasis aus betrachtet. Wenn wir jetzt dieses Scale gleich 2 wieder rausnehmen, dann wird diese Darstellung eben zusammengeschoben, sodass jeweils nur betrachtet wird, in welchem von 0 bis 2 Millionen, was dort so vorhanden ist. Und deswegen sehen wir hinten die 3 nochmal hinten aufgetragen. Das ist jetzt der Wert, Moment, das ist dieser Wert hier. Das ist dieser Wert hier, genau, über 1 Million, aber eben auf 3, und der ist größer als die Werte unter 1 Million, deswegen landet er hier hinten. Also eine sehr einfache Methode, um die Verteilung von Daten im Bereich von 10er oder 20er Abständen zu betrachten. Das Ganze kommt eben ohne Grafik aus, ist dementsprechend aber auch etwas beschränkt, dadurch, dass wir eben immer nur auf solche runden Zehnerwerte oder Zehnerpotenzen gehen können. Etwas flexibler ist der Befehl hist, um jetzt tatsächlich ein Histogramm darzustellen, was eine Grafik ist, die wir jetzt hier sehen, wo im Grunde genommen das Gleiche dargestellt wird, wie wir es gerade im Steam and Leaf Plot haben. Wie viele Werte landen zwischen 0 und 2 Millionen? Wie viele Werte landen zwischen 2 und 4 Millionen? Und wie viele Werte landen zwischen 8 Millionen und 1 Milliarde in diesem Fall? 10 Millionen? Wir sehen hier die entsprechenden Balken. Und das hier sind dann die Klassenbreiten. Also wie breit ist der Fall, der zusammengezählt einen Balken ergibt. Wenn wir noch sehen wollen, wie die Zahlen dahinter sind, momentan ist das ja teilweise etwas schlecht abzulesen, kann man hier hinten noch den Befehl oder die Option Labels gleich True anführen, und dann sehen wir oben die absoluten Zahlen mit eingeblendet. Diese Klassenbreiten werden in R mit unterschiedlichen Verfahren erst einmal von Haus aus automatisch bestimmt. Dazu gibt es das statistisch anerkannte Verfahren nach Sturges, in dem die Klassenbreiten bestimmt werden, beziehungsweise die Breaks, wie es in R heißen würde, in der Option. Sturges ist standardmäßig, wird standardmäßig angewandt, und wenn man nichts anderes spezifiziert, dann wird eben dieses Verfahren zur Klassenbreitenbestimmung verwendet. Wir können aber auch andere Verfahren auswählen. Ist noch das Scott-Verfahren in R implementiert, das hier sehr viel breitere Klassen produziert. Oder das FD-Verfahren, das sehr viel engere, kleinere Klassen produziert, wo man also detaillierter auf die Daten schauen kann. Und wenn einem all diese Verfahren und die Ergebnisse daraus nicht zusagen, kann man auch jederzeit seine eigenen Klassenbreiten definieren, indem wir sagen, wir wollen 20 Klassen haben. Das
ist in diesem Fall das gleiche wie aus dem FD-Verfahren, oder wir können sagen, wir wollen 15 Klassen haben. Auch da ändert sich in der Darstellung nicht allzu viel. Oder wir wollen 5 Klassen haben. Oder wir wollen 6. Ja, da muss ich auch noch 7 Klassen haben. Auf die Art und Weise kann man eben, oder die Brüche zwischen den Klassen, damit kann man das Histogramm verändern und beeinflussen, wie man gerade die Daten, in welcher Detailliertheit man sie gerade haben möchte. Wir können das Ganze noch ein bisschen aufhübschen, zum Beispiel indem wir die Balken mit Rot einfärben durch Call gleich Red. Wir können wieder die X-Achse mit einer Benennung belegen. In diesem Fall Fläche statt Länderfläche, wie es bisher hier unten steht. Wir können die Y-Achse mit einer Beschriftung belegen, zum Beispiel Anzahl. Wir können eine Hauptüberschrift angeben, zum Beispiel Histogramm der Flächen aus gewählter Länder. Und haben hier entsprechend dann unser Histogramm erstellt. Was wir jetzt verlieren wir natürlich Informationen, dadurch, dass wir nicht mehr genau wissen, wo auf der Flächenachse jetzt die einzelnen Werte tatsächlich liegen. Sie werden eben in diesen Klassen zusammengefasst, in den sogenannten Bins oder ja, direkt übersetzt eben Eimern. Um trotzdem zu sehen, wo jetzt die Werte tatsächlich liegen, kann man den Befehl RUG verwenden. Länderfläche. Und das zeichnet hier unten, ich mache das mal größer, tatsächlich die Lage, die genaue Lage der einzelnen Werte ein, sodass wir auch hier sehen können, wo tatsächlich liegen die Werte, die hier oben in der Klasse zusammengefasst sind. Und somit bekommt man schon mal einen ganz guten Überblick, wie die Variablen sich verteilen. Wir können dem Ganzen auch noch, ein Boxplot bietet ja eigentlich eine ähnliche Funktionalität, wir können dem Ganzen auch noch einen Boxplot hinzufügen. Dazu müssen wir allerdings ein bisschen Platz für den Boxplot schaffen. Wir sehen hier oben, unser höchster Wert ist 14. Ich will den Boxplot hier drüber setzen. Also benutze ich ylim gleich c von 0 bis 16 und setze noch ein Komma dazwischen. Damit habe ich hier oben ein bisschen Platz geschaffen. Und jetzt können wir einen Boxplot hier mit reinzeichnen. Boxplot von Länderfläche. Wir wollen nicht, dass Boxplot ein neues Fenster zeichnet, sondern dass es in das vorhandene Fenster mit hinein zeichnet. Dazu geben wir die Option Add an. Add gleich True. Ich möchte, dass der Boxplot nicht hochkant steht, sondern dass er hier sich horizontal an die Fläche anpasst, die Variable, auf der das Ganze auch beruht. Also gebe ich horizontal gleich true ein. Er soll keine eigene Achsenbeschriftung mitbringen, also axis gleich false. Und er soll auf Höhe des Wertes 15 hier erscheinen. Add gleich 15. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann wird der Boxplot hier oben mit eingezeichnet und zeigt uns, wo sich unser Hauptteil der Daten befindet, wo hier Ausreißer bzw. die letzten Daten sind, die sich noch im normalen Bereich der Daten befinden, und dann eben unsere Ausreißer hier hinten dran. Das kann ich zusätzlich noch mit dem RUG anreichern. Und wenn wir das Diagramm so erstellt haben, dann haben wir im Grunde genommen alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wie man die Verteilung der Daten hier sinnvoll darstellen kann und wie man über die Variablenverteilung hier in sich
tatsächlich Informationen gewinnen kann. Zumindest fast alles. Es gibt noch eine Möglichkeit zusätzlich, und das ist die Kerndichte-Schätzung. Was wir hier jetzt sehen, sind eben die absoluten Durchzählungen auf die Klassen. Hier Boxplot und hier die tatsächliche Position. Aber ich kann auch die Positionen als durchgängige Linie oder die Anzahlen als durchgängige Linie schätzen lassen mit einer Kerndichte-Schätzung, Kernel Density Estimation, die die meisten von euch wahrscheinlich schon aus GIS-Anwendungen kennen. Der Befehl dazu ist, eigentlichste Befehl dazu, Density, Dichte von Länder, Dollar, Fläche. So ist dieser Befehl dazu geeignet, diese Dichte auszugeben in eine spezielle Dichte-Variable. Und die können wir direkt Plot übergeben. Und Plot weiß dann schon, was damit anzufangen ist und zeichnet uns die entsprechende Dichte-Schätzung hier rein. Und richtig schön ist es allerdings erst, wenn man das mit dem Histogramm kombiniert. Dazu nehme ich mal unseren Bereich hier. Oder schauen wir mal, dass wir mit dem hier arbeiten. Nehme ich nochmal wieder hier zu. Gebe jetzt allerdings nicht diesen Standardbefehl an, sondern ich mache mal ein zweites Fenster auf, damit wir das nebeneinander sehen können. Ich gebe dem Hist-Befehl eine weitere Option mit, und zwar prop gleich t, damit hier nicht die absoluten Werte erscheinen, wie das hier der Fall ist, sondern der Anteil der Werte an der Gesamtverteilung, also das Ganze auf 1 aufsummiert. Achso, dann muss ich allerdings auf meine Angabe, dass es von 0 bis 16 gezeichnet werden soll, verzichten, sonst sehen wir nämlich nichts mehr davon. Und außerdem kann ich die Labels rausnehmen, da wir eine Umrechnung vornehmen und hier jetzt mal 0 steht, weil sämtliche dieser Werte unter 0 sind, da sie sich insgesamt zu 1 aufsummieren. Und außer dass jetzt hier die Skala ein bisschen zusammengedrückt ist, sehen wir im Grunde genommen genau das gleiche Bild. Allerdings hat sich die Skala hier komplett verändert. Wir sehen eben Werte von 0 bis e hoch minus 7, also 7 Nullstellen nach dem Komma vor der ersten Zahl. Und insgesamt ergibt sich hieraus eine Aufrechnung sozusagen auf den Anteil innerhalb der Gesamtverteilung, der dieser Dichtedarstellung entspricht. Und in diesen Plot kann ich jetzt meine Kerndichte-Schätzung noch hinein plotten. Das tue ich in diesem Fall mit dem Befehl Lines, damit eine Linie gezogen wird und der Plot nicht überschrieben wird. Wenn ich Plot benutzen würde, würde ja ein neuer Plot angelegt werden. Wenn ich das hier reinzeichne, sehe ich, dass unsere Kerndichte-Schätzung hier drüber gelegt wird. Ist ein bisschen dünn, die Darstellung. Also mache ich das Ganze mal ein bisschen dicker mit Line-Width, Linienbreite gleich 3. Und damit kriegen wir schon eine etwas deutlichere Linie hier zu sehen. Und auch hier kann ich wieder den RUG-Befehl benutzen, um unten die tatsächliche Verteilung der einzelnen Werte darzustellen. Diese Dichteschätzung läuft auch ins Negative hier hinein. Es wird also ein gleitender Durchschnitt sozusagen berechnet. Über eine bestimmte Anzahl von Zellen wird der Durchschnitt berechnet und dieser Wert wird dann hier auf die Kurve aufgetragen. Dann wandert das Ganze ein kleines Stückchen im Wertebereich weiter
und es wird wieder der Durchschnitt berechnet und es wird hier aufgetragen, sodass wir eine gleitende Schätzung über die tatsächliche Häufigkeit des Vorhandenseins und Nichtvorhandenseins dieser Werte antreffen. Hier sehen wir also die Verteilung sozusagen geglättet der einzelnen Werte und können diese Kurven auch ganz gut benutzen, um den Verlauf der Werte darzustellen. Dabei verliert man natürlich auch wieder etwas Informationen. Bei unseren wenigen Länderdaten kann man sich vielleicht auch so noch einen Überblick über die Daten verschaffen, aber wenn wir es mit sehr, sehr langen, sehr großen Variablenreihen zu tun haben von, sagen wir mal, 50 plus, dann ist so eine Zusammenfassung von Informationen schon sehr sinnvoll, um den Überblick zu behalten und festzustellen, wie verteilen sich die Werte tatsächlich in meiner Variable. Das ist in vielen Fällen eine sehr wichtige Information, weil man eben diese unterschiedlichen Verteilungen der Werte in den Variablen zwischen unterschiedlichen Klassen, also zum Beispiel zwischen unterschiedlichen Gräberfeldern oder ähnlichem, vergleichen kann und dann schauen kann, ob es dort deutliche Unterschiede gibt oder nicht, also ob wir es mit unterschiedlichen Prozessen zu tun haben, die dort im Hintergrund laufen und diese Verteilung beeinflussen. Dafür dienen all diese Verfahren, Histogramme, Dichte, Schätzungsplots und Boxplots und sind eben ganz praktisch, um diese Dinge, diese Variablenverteilung auf unterschiedliche Arten und Weisen zu visualisieren.